Natürlich müssen wir uns um unsere Haustiere auch kümmern. In unserem Fall heißt das die Pflege des Gesamtsystems Aquarium. Hier gilt wieder folgender Grundsatz: Je größer das Becken ist, desto weniger Pflegeaufwand ist nötig, da sich das biologische Gleichgewicht leichter einstellt. Die tägliche Kontrolle sollte Folgendes umfassen: Sind alle Fische gesund und munter und sind noch alle da? Ist das Wasser klar und sauber? Laufen alle technischen Geräte? Stimmen Wassertemperatur und pH bzw. CO2-Wert? Produziert die Bio-CO2-Anlage Bläschen? Und natürlich die Fütterung, das Highlight. Wir füttern ein bis dreimal täglich, so viel wie innerhalb von 2 bis 3 Minuten von den Fischen vollständig gefressen wird. Futterreste belasten das Wasser. 1 bis 2 Fastentage pro Woche können dabei bedenkenlos eingelegt werden und schaden den Fischen nicht. Füttern Sie abwechslungsreich mit Flockenfutter, Gefrierfutter oder Lebendfutter. Die Fische freut's. Für die wöchentliche Pflege müssen Sie circa 1 Stunde einplanen. Die wichtigste Maßnahme dabei ist der Teilwasserwechsel. Bei einem kleinen Becken von 60 cm wechseln wir wöchentlich circa ein Viertel des Wassers, also circa 15 Liter. Bei einem 80 cm Becken können wir auch alle 2 Wochen ein Drittel des Wassers austauschen. Dazu stellen wir einen Eimer unter das Aquarium und nehmen den Mulmabsauger oder einen Aquariumschlauch und halten das eine Ende ins Becken. Dann ziehen wir am anderen Ende einmal kräftig mit dem Mund an, bis das Wasser von alleine aus dem Schlauch in den Eimer läuft. Das Schlauchende muss dabei immer unterhalb des Aquariums sein. Mit der Mulmglocke können wir dabei den Bodengrund reinigen und Fischkot und Pflanzenreste absaugen. Abgestorbene oder unschöne Blätter werden entfernt und die Pflanzen zurückgeschnitten. Stängelpflanzen nehmen wir dabei aus dem Kies und schneiden sie einfach auf die gewünschte Länge ab. Wenn Sie Pflanzen vermehren wollen, schneiden Sie die Köpfe ab und setzen sie neu ein. Um den Filter brauchen wir uns nur alle paar Wochen bis Monate zu kümmern, wenn die Filterleistung nachlässt. Dann nehmen wir die Schaumstoffpatrone und waschen sie im Eimer mit dem alten Wechselwasser vorsichtig aus. So bleiben die Bakterienkulturen erhalten. Ähnlich ist es bei den Filtermaterialien im Außenfilter. Wechseln Sie nie alle Materialien gleichzeitig und vollständig aus. Wenn das Aquarium eingelaufen ist, können wir auch Pflanzen einsetzen, die etwas anspruchsvoller in der Pflege sind. Das abgesaugte Wasser ersetzen wir durch temperiertes Frischwasser, dem wir einen Wasseraufbereiter zugegeben haben. Nun düngen wir noch die Pflanzen in geringen Maßen. Alle 2 Wochen und bei Bedarf, das heißt, wenn Sie Probleme mit Fischen oder Pflanzen bekommen, sollten die Wasserwerte geprüft werden, damit Sie entsprechend reagieren können. Einmal jährlich sollte die Leuchtstoffröhre gewechselt werden, auch wenn sie noch brennt, denn sie verliert in dieser Zeit etwa 50% ihrer Leuchtkraft.